Ich hätte mal eine Frage an dich, Deep Yoshi und so, ne? Also, ich habe ja schon das schwere Level geschafft von dem Spin-Jump-Gedönse. Warum soll ich jetzt ein Easy-Trainingscamp machen? Ich verstehe es nicht. Und damit willkommen zurück zum Super Mario Maker, wo ich eure Level spiele, die ihr mir immer gerne einsenden könnt. Ja, also, Trainingscamp, wuhu, easy. Ja, wenn ihr selber spielen wollt, ID steht da. Ansonsten rushe ich das mal eben durch. Und mach's dann, ich hoffe, innerhalb von 2 Minuten fertig. Ich hoffe, mehr brauche ich nicht. Oh, es gibt sogar Pilze. Nett. Sounds sind auch drin. Das ist auch gut. Naja. Yay. Also ich bin doch durch. Ich höre da kein Bild bitte. Dankeschön. Hehehe. Easy. Eins und zwei und drei und. Du kannst mich nicht aufhalten. Ich gehe ins Ziel, ob du willst oder nicht. Das war ein relativ einfaches Trainingscamp. Ich weiß nicht, was ich also machen soll und so. Ob ich jetzt noch einen zweiten Part herausbringe? Mit irgendwie einem weiteren Trainingscamp, falls er eins gegeben hat. Ich meine, ich könnte nachschauen. Sonst wird der Part extrem kurz mit 2 Minuten. Mystery Ghost House, normales Trainingscamp. Das nehme ich noch mit. Wie immer, ID steht da rum. Ist ein normales Level. Also steht dran, normal. Hat aber eine höhere Abschlussrate als das andere Level. Hehe. Deswegen bin ich gespannt. Pilz. Ein Mario World Trainingscamp. Das ist doch nett. Wow, das ist wirklich, wirklich an der Stelle einfach mal überall. Wow, Feuerwerk. Okay. Da. Satan ist wieder da. Yoshi! Das ist aber kein Spinjump mehr, ne? Ach ja, da kommt doch ein Yoshi runter, ne? Hehe. Wasser! Oh Gott. Stimmt, Yoshi hat hier gar keinen Flutterjump. Das ist doof, das ist doof. Nö. Naja. Ohne Flutterjump ist Yoshi ein bisschen schwer zu handeln in dem Spiel. Oder ich mach so. No, Yoshi, no. Ey, wohin? Wohin mit dir? Falsche Richtung, Yoshi. Da geht es hin, genau. Einfach nach vorne springen. Auf eine Säge, die noch sich bewegt. Ja, klar. Wow. Stehe ich auf dem. Ja, ich stehe auf dem Sprungbrett. Bin ich ja auch nicht gestorben. Jawohl, ja. Finde ich gut, finde ich gut. Gibt's noch ein schweres Trainingscamp? Dann kann ich alles in eine Serie packen. Auch wenn das letzte kein Spinjump war, sondern Kettensägen-Massaker mit Yoshis. Gibt's dann noch ein Trainingscamp? Noch ein Trainingscamp? Easy, hart. Ach ja, das hast du überarbeitet, ne? Das brauche ich dann nicht mehr spielen. Das habe ich ja schon gespielt gehabt.
Dann hab ich soweit alles von deinen Spin-Jump-Dingern durch. Cool. Cool. Ja, also Spin-Jumps. Easy. ich kann mich nicht beklagen. An der Stelle. Der Part ist schön kurz, knackig. Passt ganz gut eigentlich als Filler. Irgendwo 14 Uhr vielleicht. Zwischen 13 Uhr Mario Maker und 15 Uhr Hauptspiel irgendwas, Pokémon oder so. Also ich kann mich nicht beklagen. Ist ein nettes Trainingscamp für Leute, die es trainieren möchten. Werden vielleicht noch ein paar Pfeile angebracht? Oder, ja, man kann Pfeile anbringen. Und wegen, du kannst auf die Typen draufspringen mit dem Spin-Jump. Oder drücke eher zum Spinnen oder so. So ein minimaler Hinweis kann man reinbringen. Und ansonsten brauche ich nichts großartig sagen. Es ist ein Trainingscamp. Auch wenn der zweite Titel irgendwie ein bisschen daneben ist, minimal. Mit von wegen normal und Spin-Jump. Das ist kein Spin-Jump, das ist ein... Ich bin auf Kettensägen drauf. Aber nichtsdestotrotz, ich bin raus. Wenn ihr spielen wollt, spielt's. Trainiert ein wenig und werdet besser. Ja, also ja, das ist dann so mein Abschied von euch an dieser Stelle. wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den Trainingscamp gerne einen Stern da lassen. Ihr könnt auch hier einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt auch gerne kommentieren mit euren eigenen Leveln oder auch abonnieren. Ich bin hier und warte darauf, auf eure Level auch. Also von daher, ich bin raus. Bis dahin. Ciao, ciao.